Wir befinden uns heute hier in Erzen an der Domänenburg. Die Öffis aus Hameln-Pyrmont stellen zwei neue Linienbusse vor. Es handelt sich um einen Volvo 8700, das muss man jetzt nicht wissen. Das Auto ist übrigens nicht aus Schweden, sondern aus Polen. Die schwedischen Werke machen keine Omnibusse mehr. Das geht aber auch vielen anderen Herstellern so. Mittlerweile sind die europäischen Schwerpunkte der Omnibusproduktion Polen und die Türkei. Von Made in Germany sind wir da schon ganz schön ein Stückchen entfernt. Es ist ein sogenannter Low-Entry-Omnibus. Low-Entry heißt niedriger Einstieg, übersetzt heißt aber für unsere Branche vorne Niederflurbus, hinten Hochbodenwagen. Und das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass wir den Vorteil eines Niederflurbusses, nämlich dass die fehlende Treppe im Ein- und Ausstieg für unsere mobilitätseingeschränkten Menschen haben, aber auf der anderen Seite können wir die konstruktiven Vorteile eines Hochbodenbusses nutzen, nämlich die konventionelle Hinterachse, die da drin sitzt, und der etwas größere Motorraum, wo man nämlich nicht ganz so stark eingeschränkt ist, was die Konstruktion anbetrifft. Das macht sich hinterher bei den Wartungskosten bemerkbar und in unserem Fall auch bei der Anschaffung. Das sind also gegenüber einem reinen Niederflurbus ungefähr 10.000 bis 15.000 Euro, die man in dem Fall spart, und das ist dann schon ganz schön. Zu dem, was für die Fahrgäste eine Rolle spielt: der Aufsichtsrat, der ja die Richtlinien mit vorgibt für die Geschäftsführung, legt natürlich auch zunehmend Wert darauf, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Und ich denke, dies ist ein tolles Beispiel dafür, wie das technisch heute hinzubekommen ist. Nämlich, Herr Bus hat vorhin von den Preisen gesprochen, dass es eben ein doch im Vergleich günstiges Fahrzeug ist und im Vergleich eben wiederum eine technische Ausstattung hat, die der Ökonomie ebenfalls entgegenkommt. Das war's hier aus Erzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.